Ja, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ihr habt es euch gewünscht und ich liefere nach. Wir sprechen heute über Fantasy Grounds und da stelle ich euch heute mal so ein bisschen das Fenster vor, was wir hier gerade sehen und da können wir dann später dann noch mal die verschiedenen Module, die verschiedenen Kampagnen uns ansehen, die Extensions bzw. dann die Rule Sets. Ich werde aber allerdings, bevor wir uns das hier jetzt ansehen, noch einmal kurz auf die Internetseite verweisen, die wir uns jetzt noch einmal ein bisschen ansehen. Ja, wir haben jetzt hier die Homepage einfach mal aufgerufen, was wir auf den ersten Blick erkennen können. Es gibt ein paar offizielle Produkte, offiziell lizenzierte Systeme, die sie hier anbieten. Die könnt ihr dann im Shop kaufen. Ich werde sowieso ein bisschen was dazu erzählen. Wie immer, keine Sorge, ich bekomme von denen kein Geld oder sowas. Ich werde hier nicht gesponsert. Ich benutze einfach nur das Produkt und dadurch, dass es dann eben ein Tutorial ist, stelle ich euch dann eben die Sachen einfach vor. Punkt. So einfach ist es. Und wenn ihr das Produkt dann eben benutzt, solltet ihr wissen, worauf ihr euch einlasst. Natürlich in Amerika ganz groß Dungeons and Dragons. Das wird hier natürlich dann auch zum Kauf angeboten. Wie das genau funktioniert, wie gesagt, später. Savage Worlds, Call of Cthulhu, dann die siebte Edition ist mittlerweile auch da. Pathfinder, Starfinder. Man kann allerdings auch selber, wenn man sich so ein bisschen mit dem Programm auskennt, kann man selber dann Ruleset schreiben. Das haben wir, wie gesagt, in Vergangenheit gemacht. Wir haben ein eigenes DSA-Ruleset erschaffen, das ist auf Deutsch zum Herunterladen, zum freien Herunterladen verfügbar. Müsstet ihr euch da einfach mal auf der Drachenzwinge umsehen, da werdet ihr das dann sicherlich im Reiter Fantasy Grounds werdet ihr das dann finden. Und da gibt es dann auch eine Erklärung zu. Man kann aber auch so Sachen selber programmieren mit lustigen Würfeln, so die Star Wars-Würfel von Fantasy Flight Games, auch die wurden da schon programmiert, man kann sich dann die WoD ansehen, also ist es eigentlich alles da, was man braucht. Ich habe schon Warhammer und Warhammer 40k gesehen. Ja, bevor wir uns dann hier oben mal den Store ansehen oder auch die Downloads, gehen wir einfach mal nach unten, denn hier können wir uns mal dieses Kaufsystem ansehen. Denn das muss ich dazu sagen, Fantasy Grounds ist nicht in der Grundversion umsonst wie Roll20 oder MapTool. Denn, naja, gut, ihr könnt es ja sehen, es gibt eine Demo-Lizenz, die ist free. Ihr könnt dann einfach bei Steam euch das herunterladen oder eben auch über diese Seite. Hier kriegt ihr dann auch so einen Launcher. Aber damit kann man nichts anfangen. Also guckt euch das gerne hier an. Ihr könnt keine Kampagnen bauen. Ihr könnt ja die Sachen nicht hosten, sprich, dass sich andere zu euch connecten. Und das ist eigentlich nicht zu benutzen. Ihr könnt da halt reingucken, könnt dann für euch selbst auf dem lokalen Rechner mal so ein bisschen versuchen, irgendwas rumzuklicken, aber ist es halt einfach nutzlos. Ist es tatsächlich. Ja, der grüne Haken hier, Play in a Game Hosted by Ultimate, das gucken wir uns mal an. Wir gehen einfach mal über den Standard-Button rüber zu der Ultimate-Lizenz. Ja, Ultimate, das klingt jetzt schon mal so ein bisschen cool. 10 Dollar im Monat oder 150 Dollar, gut, das ist jetzt schon wieder ein bisschen abschreckend. Muss jetzt jede Gruppe für sich selbst entscheiden. Wo sind jetzt die Vorteile? Warum sollte ich jetzt eine Ultimate oder eine Standard-Lizenz kaufen? Warum soll ich 10 Dollar bezahlen oder 4 Dollar, wenn die mir doch irgendwie, wenn ich das mal vergleiche, so ziemlich das gleiche bieten? Na, nicht ganz so gleich, ja. Also man kann hier sehen, hier ist der Unterschied, Demo for Anyone. Das heißt, ihr einigt euch auf einen Spielleiter und der leitet dann für die gesamte Gruppe sein Leben lang. Dann kann man zusammenschmeißen, sprich, die Gruppe gibt dann dem Spielleiter, ich weiß nicht, wir sind einfach 6 Spieler, dann rechnet man diese 150 Dollar geteilt durch 6. Das sind ganz grob 120 Euro. Und dann kann man so ganz grob 20 Euro für jeden sagen. Dann kann sich der Spielleiter einfach mal diese Lizenz kaufen und kann dann für alle anderen leiten, die dann nur diese Demo benutzen. Das heißt, die brauchen dann keine Spielerlizenz mehr. Die connecten sich dann einfach zu ihm und können dann das Programm nutzen, wenn er mit der Ultimate leitet. Man kann jetzt natürlich auch sagen, ich will das erstmal probieren und 10 Dollar im Monat bezahlen. Müsstet ihr dann eben, ja, könnt ihr euch selber ausrechnen, wenn ich 15 Monate Spiel leite, dann lohnt sich dieses Paket dann wohl eher. Wenn ich halt nur 14 Monate leite, dann ist das ja wohl das Billigere. Aber dadurch, dass man Spielleiter ein Leben lang ist, könnte man sich eben überlegen, okay, leite ich jetzt noch 14 Monate oder ist es tatsächlich günstiger, in Anführungsstrichen, dass man das einmal macht? Naja, oder die andere Option. Ich werde hier einfach keine Empfehlung aussprechen, sondern ich werde einfach nur sagen, wie die Modelle sind. Die andere Version ist halt, dass sich jeder von diesen 6 Spielern eine Standardlizenz kauft. Und da ist dann auch wieder die Idee, na gut, spielen wir jetzt nur so eine kleine, kurze Kampagne und das machen wir für, weiß ich nicht, 4 Monate.
dann kann jetzt jeder dieser vier Leute dann für 4 Dollar im Monat, ich glaube, das sind dann 3 Euro oder so, also 3 Euro im Monat für 4 Monate, könnt ihr euch dann diese Standardlizenz kaufen. Dann kann der Spielleiter kann dann ein Spiel hosten und alle anderen mit der Standardlizenz, also mit der gleichen Lizenz, können dann zu ihm connecten. Das sind so quasi diese Unterschiede. Entweder ihr kauft euch eine Ultimate-Lizenz für einen und die anderen spielen umsonst oder alle spielen mit der Standard. Man kann jetzt natürlich auch mit einer Standardlizenz kann man auch zu einer Ultimate connecten. Das geht natürlich auch ohne Probleme. Aber ja, das ist jetzt einfach nur so ein bisschen diese Zusammenfassung. Wenn es dann an eine neue Gruppe geht, was sollte ich mir kaufen oder was sollte ich mir nicht kaufen? Kurz die Rechnung, das klingt jetzt natürlich unglaublich viel. Also 40 Dollar, da kriege ich natürlich auch ein gutes Steam-Spiel für. Wenn ich jetzt mir überlege, wie regelmäßig spiele ich, also ich habe das mal für mich selber gemacht. Ich habe mir damals vor 5 Jahren diese Lizenz geholt. Damals gab es auch noch andere Lizenzen und andere Preise. Mittlerweile sind sie bei Steam, das gab es damals noch nicht. Wenn ich 40 Dollar für ein Spiel ausgebe und ich spiele pro Woche 4 Stunden, dann kann man sich mal ganz schnell überlegen, wie dann der Preis pro Stunde ist, wenn ich ein Jahr lang spiele. Ein Jahr jede Woche, also 52 Wochen und dann 4 Stunden. Das könnt ihr mal für euch selbst ausrechnen. Es wird natürlich günstiger, je länger ich damit spiele. Und damit ist dann dieser Preis verschwindend gering. Ich selber würde dann eben zu diesem One-Time-Pricing würde ich dann empfehlen. Wie gesagt, ich mache das mein Leben lang, beziehungsweise habe es eben noch lange vor und dann möchte ich einmal diesen Preis bezahlen, dann habe ich es hinter mir und dann muss ich nicht jeden Monat 4 Euro abdrücken oder 4 Dollar abdrücken. Das ist so meine Empfehlung. Aber ja gut, ich meine, bei World 20 ist es halt genauso. Da kann ich mir dann eben auch noch ganz viele Sachen dazu kaufen und das haben die hier eben natürlich auch gemacht. Ich kann jetzt in dem Store, kann ich mir natürlich noch ganz viele andere Lizenzen kaufen, die ich dann benutze. Wie gesagt, wenn ihr DSA spielen wollt oder auch Splittermond, wir haben für Splittermond auch ein geschriebenes System, dann könntet ihr die Sachen umsonst runterladen. Wenn ihr dann hier in diesen Store geht, hier haben wir wie gesagt nochmal diese beiden Optionen. Das ist das, was ich eben vorgestellt habe. Ihr könnt dann aber auch die ganzen Rules jetzt auf Englisch kaufen. Das sind dann hier Handbücher sind da drin und Token sind da drin und ganz vorgefertigte Abenteuer. Da müsstet ihr euch dann gar nicht mehr so sehr viel darum kümmern. Da ist schon alles da, da ist schon alles importiert. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe mir noch nie ein Abenteuer hier gekauft. Ich kann nicht sagen, ob es sich lohnt, wenn man hier Goblin Cave spielen will, also irgendein Abenteuer für Pathfinder, wenn man da die 7 Euro, die 7 Dollar bezahlen will. Man kann es auch selber machen, ist es halt eine Dienstleistung, kann ich wie gesagt wenig zu sagen, weil ich es noch nie gemacht habe, aber ihr könnt euch hier wie gesagt nicht nur Rulesets kaufen, sondern auch ganze Abenteuer für Pathfinder, für Starfinder, für Cthulhu, also all die Sachen, all die Systeme, die ihr euch oben schon angucken konntet. Wie gesagt, auch Token sind da drin, die ihr dann benutzen könnt. Das ist so quasi das, was Fantasy Grounds anbietet. Wie gesagt, die Lizenz, die Demo-Version nur mit der Demo-Lizenz ist halt komplett nutzlos. Das bringt euch gar nichts. Da braucht ihr jemand mit einer Ultimate oder es kauft sich eben jeder dann die Standard-Lizenz. Das so ein bisschen als Vorstellung. Wir schauen jetzt wieder in das Programm rein, beziehungsweise in den Launcher. Ja, hier habe ich, wie gesagt, den Launcher mal. Wir können sehen, welche Vision das ist und ich besitze tatsächlich die Ultimate-Lizenz. Das liegt einfach daran, dass, naja gut, ich habe dann auch viele Spieler, die dann mal spontan reinschauen und ich kann dann nicht sagen, ja, wenn du bei mir mitspielen willst, musst du erstmal diese 40 Euro, diese 40 Dollar abdrücken, damit du überhaupt bei mir mitspielen kannst. Das macht, wie gesagt, Sinn. Wenn ihr viele Test- oder Spontanrunden leitet für Neulinge, um auch ihnen dieses Programm mal vorzustellen, dass ihr dann eine Ultimate-Lizenz besitzt, dann sagt ihr dann einfach, ja, ladet euch Steam runter. Und wenn ihr Steam runtergeladen habt, dann könnt ihr zu mir connecten. Ja, ansonsten, wir können hier sehen im Load-Campaign-Bildschirm, beziehungsweise wenn wir hier gar nichts angeklickt haben, dann können wir uns hier nochmal die letzten Release-Notes anklicken, was ist so noch das letzte Mal passiert. Wir können uns dann hier FAQs holen oder ins Forum connecten. Da im Forum wird übrigens sehr, sehr gut weitergeholfen. Also wenn ihr da irgendwas braucht, das ist ziemlich gut, das Forum. Die sind echt fix. Ja, ansonsten, wir können natürlich eine neue Kampagne createn. Sprich, wir bauen uns eine neue. Wir können uns dann hier ansehen, welche Rulesets wir gekauft haben für meinen Account.
Hier können wir natürlich dann sehen, das ist jetzt diese Call of Cthulhu Version, das ist die 7. amerikanische. Hier können wir dann sehen, das DSA Ruleset von der Drachenzwinge in der Version 4.1, also für DSA 4.1. Ich habe hier mein eigenes Layout, meinen eigenen Hintergrundbildschirm, den kann ich da reinklicken. Ich kann aber auch andere Extensions mit reinnehmen. Ich kann mir auch eigene bauen. Ich kann das Ganze für Fate machen. Ich habe mir für Cthulhu und Victus habe ich dann nochmal ein ganz eigenes gebaut. Ansonsten Pathfinder, Numenera, Splittermond habe ich schon gesagt, Warhammer 40k, Star Wars, Edge of the Empire. Also wir können uns dann hier die verschiedenen Rulesets, die wir gekauft haben oder die wir dann als Fans selber gebaut haben oder dann runtergeladen haben, können wir dann hier anklicken. Dann geben wir der Campaign noch einen Namen. Das ist jetzt hier die Tutorial-Kampagne. Und können dann auch sagen, unter welchem Namen ich selber connecten will. Das ist quasi egal. Mein Default-Name ist dann einfach Frost oder Frosty. Wir können Passwörter eingeben, damit nicht jeder connecten kann. Hier können wir uns dann nochmal ansehen, welche Lizenz das ist. Ich klicke hier einfach gerade mal auf Cthulhu und dann können wir, wie gesagt, viele verschiedene Lizenzen bzw. Extensions uns einklicken. Da können wir dann auch so Sachen machen wie, ich möchte einen Musikbot installieren, hier so eine Sound-Extension oder Weather, damit ich dann noch andere Umweltbedingungen habe. Was wir hier sehen können, das ist meine Internal IP, die bringt halt nichts. Die External IP, da könnt ihr draufklicken, damit ihr das nochmal seht, dann kann man schön gehackt werden. Was ich dann eben empfehle, ist diesen Alias, der ist ganz cool. Da könnt ihr euch einfach mal draufklicken, Generate Alias, dann wird dann vier verschiedene Worte werden dann durchseperiert, durchpermutiert und ich mache das jetzt nicht, weil ich diesen Alias gerne behalten will, der ist ganz cool. Das sind einfach verschiedene Fantasy-Begriffe, die dann zusammengewürfelt werden, Cold Dungeon, Dead Unicorn. Und wenn ich jetzt sagen möchte, ich drücke jetzt hier auf Start, wir können ja auch noch einen Connection-Test machen, der wird mir dann sagen, dass ich erfolgreich runnen kann, sprich, dass ich erfolgreich diese Kampagne launchen kann. Wenn ich auf Start drücke, dann gehe ich in das Fenster, was ihr von dem anderen Tutorial schon kennt. Können wir uns nochmal in einem folgenden Video ansehen. Alle anderen, sprich die Spieler, die müssen sich dann hier nicht auf Create Campaign oder Create New Campaign gehen, sondern die müssen dann auf Join Game gehen. Da kann man sich dann ein Username eingeben, sprich mit welchem Namen möchte ich connecten. Das ist komplett unabhängig von eurem Charakternamen, den ihr später einnehmt. Das kann ein anonymisierter Alias sein, ein Username, irgendwie ein Gamertag, sag ich jetzt einfach mal. Ihr könnt dann Frostgeneral euch nennen oder Frosty oder Frost oder beliebig, ne? Wie ihr dann eben im Internet heißt. Und die Host Address, das könnt ihr dann hier schon sehen. Da könnt ihr dann auch andere mal durchgenerierte Namen sehen. Ihr würdet euch dann hier bei der Host Address, wenn ihr zu mir connecten wollt, nachdem ich den Server gestartet habe, müsstet ihr dann hier Cold Dungeon Dead Unicorn eingeben. Wenn ihr jetzt auf andere Server joinen wollt, dann wäre das dann Dashing Pirate Dead Zone. Das sind jetzt, wie gesagt, diese anderen durchgewürfelten Begriffe. Es sind immer vier Stück. Vast Grave Smelly Camp oder Daring Goblin Very Vast Wizard. Ihr könnt euch dann natürlich auch auf eine andere IP connecten. Das sind dann Leute, die haben dann ihre External IP eingegeben. Ob man sowas dann angeben sollte oder nicht, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber es ginge. Ich empfehle, wie gesagt, immer, wenn ihr dann eure IP freigebt, dann benutzt eben hier diesen Alias. Wenn wir nicht jedes Mal eine neue Kampagne erstellen wollen, sondern wenn wir auf alte Kampagne zurückgreifen wollen, die wir schon mal gespielt haben, sprich, ich bin jetzt, wie gesagt, Spielleiter, dann können wir auf Load Campaign gehen. Da seht ihr dann die alten Kampagnen. Hier haben wir dann unsere DSA-Gruppe, die Feuersturm-Aventurien-Gruppe mit meinem eigenen Layout. Mein Username ist hier eingegeben und ich kann hier auch noch ein Passwort einstellen, wenn ich nicht will, dass da jeder connected. Ja, ansonsten hier haben wir dann noch irgendwie die Rulesets, die angezeigt werden. Sprich, das ist jetzt so ein Edge of the Empire-Kampagne. Da könnten wir mal reinklicken. Oder wir haben Call of Cthulhu, wir haben hier Warhammer. Da könnt ihr einfach mal reingucken. Ihr könnt das natürlich auch alles löschen später, wenn ihr es nicht mehr braucht. Aber so kommt ihr dann zu euren alten Kampagnen, damit ihr nicht jedes Mal auf New Campaign drücken müsst. Wir können ja auch unsere Charaktere managen. Die können wir dann reinladen. Sprich, wenn ich mit der Heldensoftware von DSA 4.1 einen Charakter gebaut habe, dann kann ich den hier reinladen und kann dann sagen, ich möchte den gerne managen.
Ich kann dann Charaktere aus verschiedensten Kampagnen dann nicht nur in dieser Feuersturmgruppe spielen, sondern wenn Johnny dann später bei Uthuria in der Uthuria-Kampagne Fremde Gestaden erzählt, dann kann ich einen Charakter eben aus meinem alten Rulet kann ich dann da rein importieren, ich kann den verändern, ich kann den steigern. Wie gesagt, das habt ihr dann gesehen, wie das funktioniert in dem DSA Fantasy Grounds Tutorial. Ja, ansonsten, dieser Button leuchtet ab und zu auch mal ein bisschen rot. Da könnt ihr dann draufdrücken, dann schaut er mal nach, ob es irgendwelche Updates gibt von dem, ja, eine neue Version einfach. Ihr könnt dann auch auf Settings drücken. Wenn ihr auf die Settings gedrückt habt, dann könnt ihr da sehen, die License, also den Lizenzkey, den ihr dann bekommt, wenn ihr das Ganze gekauft habt. Ihr könnt dann eingeben, ob das ein normaler Standard-License-Key ist oder ob das tatsächlich der Ultimate ist. Der prüft das danach. Ihr könnt dann auch sagen, wo das installiert wird, wo eure Daten dann gespeichert werden, wie ihr dann auch im Forum connecten möchtet. Sprich, wenn ihr irgendwas gekauft habt, also sowas wie eine Kampagne, dann wird die eben auch automatisch aktualisiert, wenn es neue Token gibt, wenn es neue Bösewichte gibt. Dann wird das eben auch automatisch dann auf euren Account geladen. Was ihr euch dann noch ansehen könnt, wären dann sowas wie Updates. Sprich, möchtet ihr live sein, möchtet ihr Tester oder Developer sein? Und was ich da empfehle beim Mode, ist dann, dass ihr einfach den ganz normalen Live-Modus nehmt. Da seid ihr dann immer auf dem letzten, auf der letzten stabilen Variante. Der Developer-Mode ist dann, wenn die irgendwas testen und das mal prüfen, dann wird euch das sofort vorgeschlagen, dann könnt ihr das updaten. Es kann dann aber auch sein, dass ihr in einer, ja, es ist einfach eine Alpha-Version, sprich, es ist eine Alpha-Version von der 3.3.7 und wenn die irgendwann so läuft, dass es in einer Beta übergehen kann, dann wird sie zu einer Testversion, die ist dann etwas stabiler. Auch das könntet ihr dann machen, wie gesagt, indem ihr dann auf Test klickt. Dann nehmt ihr an einer Beta teil, könnt da Feedback geben. Wie gesagt, im Forum wird euch da dann sehr gut geholfen. Oder ihr geht dann eben auf den Live-Modus und wenn dann eben die 3.3.7 so stabil ist, dass auch der Beta-Test gesagt hat, ja, ist alles super, dann wird sie eben auch für alle freigegeben und ja, dann kann man updaten. Man kann es aber auch sein lassen. Eigentlich ist es aber immer eine Verbesserung. Ja, das sind so die Vorstellung von diesem Launcher von Fantasy Grounds beziehungsweise dem Forum. Das habe ich jetzt noch nicht gezeigt, aber das könntet ihr euch dann selber ansehen, wenn es euch interessiert. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, der wird euch sehr schnell geholfen. Ist es aber auch eine Vorstellung von der Homepage Fantasy Ground und dem Shop-System, weil nicht jeder durch diese Ultimate und diese Standard-License durchgeblickt hat und das nochmal als Erklärung. Im nächsten Video werde ich mir dann nochmal das Cthulhu-Ruleset ansehen. Wie gesagt, DSA habe ich schon vorgestellt und dann schauen wir mal in Cthulhu rein. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin erstmal fertig und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt Fantasy Grounds Time. Bis dann, ciao.